was haben wir hier? Eine schwarze Kugel. Das sind gleich vier. Nehmen wir es mal blaue Kugeln. Und eine blaue Kugel. Das sind vier Holzkugeln. Ja, nehmen wir so Holzkugeln. So. Haben wir zumindest schon mal ein bisschen was an Anhaltspunkten. Huch. Oh, auch hübsch. Ist hier noch irgendwas? Gibt scheinbar noch durchsichtige. Wenn ich das richtig sehe. Dann die schwarze. Es gibt Holzkugeln. Das ist eigentlich... Weil vielleicht sind die durchsichtigen da hinten auch die gleichen wie die blauen. Das ist, glaube ich, türkis-blaugrün. Was haben wir hier hinten? Ein Aufzug. Gehst du? Ja, okay, es funktioniert tatsächlich. Okay. Atris, bist du das? Bist du hier, um dein Buch zu retten? Noch nicht, alter Freund. Noch nicht. Okay. Er glaubt aktuell, dass wir Atrus sind und wie ich feststellen musste, ist Text und Untertitel eindeutig nicht deutsch. Sehr schade. Theoretisch habe ich es als deutsch eingestellt, hat leider nicht funktioniert, aber gut, das geht auch so. Dass man den Untertitel wieder ausgemacht, verbrauchen tun wir den auf Englisch jetzt nur wirklich nicht. Und was tut er da? Er hat das Buch in der Hand. Hat hier irgendwas draufgelegt. Dann kam dieses Ei hoch. Okay. Sonst irgendwas? Okay, wir können es in der Ding hier nicht zumachen. Sonst noch irgendwas machen? Nee. Ich gehe mal davon aus, dass wir damit wieder runterkommen. Vielleicht können wir dieses Gesamtding auch drehen, dass wir auf der anderen Seite rauskommen, es runterschicken und dann... Wäre jetzt mal so eine spontane Idee. Wir haben hier zwei Hebel. Habe ich beide gedrückt? Okay. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Nee. Oh. Nee, hat nicht so viel gebracht. Okay, dann beschleunigen wir das mal kurz. Okay, er macht immer beide. Ich hatte gehofft, dass ich die Hebel irgendwie einzeln ziehen kann oder so. So, jetzt sind wir wieder unten. Vielleicht kann man das auch von außen machen? Dass man es irgendwie festmacht oder so? Dass sich das gesamte Ding dreht? Oh! Ich kann das Ding aber alleine hochschicken. Das ist ja...
Für was sollte sonst dieses Drehding da sein? Oder? Schauen wir erstmal, was da unten drunter ist. Sobald ich mich wieder bewegen darf. Ha! Ah. Okay. Eins. Okay. Er hatte hier was reingezeichnet, glaube ich. Hier. Zwei nach außen, eins nach innen. Kurz nochmal. Genau. Zwei nach außen. Eins nach innen. Jetzt müsste es stimmen, ne? Nee, tut's nicht. Außen. Außen. Innen. So, was haben wir hier? Okay. Mehr als so reinschnappen können wir es nicht. Mal gucken, ob wir dafür irgendwas finden. Hier. Das heißt, so läuft's jetzt. Dann haben wir hier runter, oben, oben. Ich glaube, so müsste es richtig sein. Das ist nicht ganz unten, oder? Oh, nee. Ich glaube, das sind drei Ebenen. Das heißt, alle auf die zweite. Oder ist, glaube ich, gerade geknackelt. Das ist drin. Das ist gemacht. Kommen wir wieder nach oben. Wollen wir doch mal sehen. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir es jetzt machen. Oho. Also. Er sollte vielleicht seine Tagebücher nicht überall rumfliegen lassen. So mal ganz, ganz blöden Tipp. Okay, er hat also da in dem Ding ein Buch drin. Machen wir hier wieder zu. Erstmal den Weg nach draußen öffnen. So. Ah, okay, das erklärt, warum wir es hier nicht aufbekommen haben. So, jetzt haben wir zumindest mal den Weg hier oben geöffnet. Okay,
Okay, damit können wir gar nichts machen. Was haben wir hier? Meine Söhne, ich versprach euch, die Geheimnisse meiner Welten zu eröffnen. Dies ist die erste Station auf unserer Reise. Sucht die Insel und findet dort drei verbindende Bücher. Mit jedem Buch reist ihr in eine Welt. Hallo, Atris. Es ist so lange her. Entschuldige, dass ich nicht da bin, um dich persönlich zu begrüßen, doch wenn man bedenkt, wie lange ich hier schon festsetze, wäre das vielleicht gar nicht gut. Gefangen gehalten in diesen Ausbildungswelten durch diese gierigen, widerlichen, kleinen Bengel. Deine Söhne, Atris, Cirrus und Akenor. Nun, so klein und unschuldig sind die beiden nicht mehr. In den letzten Jahren habe ich viel über Unschuld nachgedacht und was geschieht, wenn sie verloren geht. Nun, machst du dir Sorgen wegen Relation? Ich habe es. Sorgst du dich um deine Freunde und Verwandte und um Menschen, die du nicht zurückholen kannst? Ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Aber wenn du etwas dagegen unternehmen möchtest, dann musst du nur diese Vorrichtung öffnen. Doch da gibt es ein kleines Problem. Ich habe die drei dafür nötigen Symbole geändert. Also, wenn du Relation zurückhaben willst, dann musst du dich jetzt daran halten. Finde die drei Symbole, Atris. Und lass mich bitte nicht ewig warten. Was für eine Arschgeige. Okay. Okay. Ich glaube, so können wir sie aktivieren, kann das sein? Ich bin ja noch dran. Verzeihung, musste ich doch glatt hier husten. So müsste es theoretisch richtig sein, glaube ich. Noch exakter kriege ich es nicht übereinstimmt. Oh, was haben wir denn da? Ah, neue Seiten aus seinem... Was? Okay, jetzt habe ich es auf Deutsch. Ich glaube, ich musste einfach nur einmal umstellen, scheinbar. Sirius und Achena. Die Wände sind rot mit Dampf und rankenden Ästen. Ich sehe, wie ihre aufgedunsenen Gesichter über alles lachen. Ich erinnere mich an ihre Lügen. Ich erinnere mich, was sie taten. Sie brachten mich hierher zum Sterben. Ich folgte ihnen. Durch übermäßiges Wachstum waren die Latisse-Wurzeln schwarz. Im heißen Dampf treiben Puffersporen nach oben. Und zerbersten. Niemand war da, der die Sporen in die Äste führte. Niemand wartete darauf, das rituelle Weben auszuführen. Die Kämpfer hatten mein Volk auseinandergerissen. Es kümmerte sie nicht. Es kümmerte sie nicht. Sie wollten, dass Narayan stirbt. Ich habe es getan. Ich habe das Wirbel... Ah, okay. Wir haben die ersten Seiten gefunden. Hier nochmal alles auf Deutsch. Hier nur einmal kurz drüber. Für den Fall, dass noch jemand
sich das genauer angucken möchte. Das heißt aber, wir müssten eigentlich jetzt alles auf Deutsch haben. Gut zu wissen, dass das trotz Umstellen in allen Einstellungen einmal erst dann funktioniert, wenn man es einmal auf Englisch und wieder zurück auf Deutsch stellt. Dann geht's. Ach, sehr gut, das ist jetzt damit auch auf Deutsch. Macht die Sache doch ein bisschen flinker. Aber jetzt hätte ich erst einmal das nächste Symbol gesucht. Oh. Da könnte es sein. Da müsste es sein. Ein Stückchen hatte ich zurück. So. Und dann das letzte noch. Ein Blatt. Gucken. Oder vielleicht auch ein Frosch. Ist aber noch ein bisschen unscharf. So ist es scharf, okay. Was passiert jetzt, wenn wir jetzt den Knopf drücken? Meine Söhne. Nee, das ist genau der gleiche Kack wie vorher. Na gut, lassen wir dir die Einstellung bleiben auf jeden Fall. Dann lassen wir die hier jetzt mal. Vielleicht müssen wir auch hier erstmal irgendwas aktivieren oder so. Ich hole mal kurz, wir hatten uns noch nicht fertig umgesehen, das heißt, ich hole jetzt erstmal den Aufzug hier wieder zurück. So. Gehen wir mal wieder runter. Und wieder zurück. So. Er ist auf jeden Fall in die nächste Ebene abgehauen und will jetzt, dass wir in die jeweiligen Welten gehen, die er auch weiter manipuliert hat. Na, das wird lustig. War hier noch irgendwo etwas? Ich glaube nicht. So. Gehen wir mal hier runter. Was ist hier? Warte, wenn wir... Der Aufzug ist jetzt so eingestellt, dass er sich immer dreht. Wir kommen oben rein. Machen wir so. Oh, geht nicht. Geht es nur, wenn wir das Ding hier nach oben machen? Okay, nee, das ist jetzt aber fest. Wir haben es jetzt aufgemacht und damit bleibt das jetzt scheinbar. Okay. Gehen wir mal bei der anderen Seite mehr raus. Nö. Machen wir hier mal auf. Und gehen hier weiter. Der Typ ist auf jeden Fall von dieser Welt jetzt erstmal weg. Wir sollen in die anderen Welten rein. Wo aber scheinbar ein Energieproblem herrscht. Zumindest bei dem einen Ding. Und oder wir haben noch keine Rätselslösung. Obwohl. Man hat von außen Dinge gesehen. Schauen wir gleich mal. Diese Ringe. Vielleicht müssen wir die auf den einstellen. Das heißt, das, was wir hier einstellen. Gehen wir hier wieder nach oben. Hier pfeift es ganz schön.
Hier ist das nächste. Fünf Dinger.